Hallihallo zu einer neuen Folge X4 im X4-Universum. Wir haben einen Patch bekommen am 19. Und zwar Beta 6, die Version 3.0.0 Beta 6 mit ein paar neuen Features. Da gibt es einen neuen Spielstand, neuen Spieleinstieg, und zwar die wissenschaftliche Koryphäe. Wenn man das anwählt, kommt hier, oh ja, die Abenteuer von Zelaya Tarn, meine brillantesten und außergewöhnlichsten Assistentin. Schon von Kindesbeinen an, so wage ich zu behaupten, verzehrte sie sich danach, das große Unbekannte zu erforschen und die Geheimnisse des Universums aufzudecken. Es könnte sogar den Anschein erwecken, als hätten wir damals viele Gemeinsamkeiten geteilt. Wir haben Raum- und Zeitanomalien ergründet, haben die Materialisierung einer ganz ungewöhnlichen und einmaligen Station verursacht. Fast schon absichtlich, möchte ich sagen. Und konnten aus den Fängen von zwei ganz besonders niederträchtigen Split entfliehen. Und das war nur der Beginn der Abenteuer. Das wird leider nicht gesprochen, wie so beim jungen Aufsteiger zum Beispiel. Selbst nach all den Geschehnissen der letzten Jahrzehnte, mit dem terranischen Konflikt, den Xenon, sowie der bei Entdecker ohne Erfahrung. Die Abschaltung der Sprungtore ist wohl das bedeutendste Ereignis in der Geschichte des Sprungtornetzwerks. Das wird nur unten angezeigt. Das ist dann der Bosotar, der das sprechen müsste. Tja, laden wir mal. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Wir können jetzt suchen innerhalb der Logbücher. Das ist zum Beispiel auch neu. Da haben wir jetzt hier oben eine Suchfunktion drin, wo wir dann nach bestimmten Einträgen suchen können. Mal schauen, wie das wirkt. Ja, das funktioniert so nicht. Ja, mit der Enter-Taste ist das immer blöd. Mit der Eingabetaste. Tja. Wie gesagt, da können wir jetzt suchen. Es gibt ein neues Schiff, den Ares. Schwerer Jäger von den Paraniden. Ja, gibt es hier einen neuen? Ich kann mal ein schweres Loadout machen. Mal gucken, wie schnell der ist. 320. Immer Allround MK3. Gefecht MK3. Ja. 5192 Schilde hat er ganz schön. 3810 und stärkere Hülle. Ja, das ist so praktisch ähnlich wie der Pulsar, schwerer Jäger. Können wir dann mit insgesamt 4 Waffen bestücken.
Plasmakanone MK2 nehmen. Dann haben wir hier anhaltende Waffenleistung 1045. Crew von 3. Kleines Containerlager von 300. Jetzt haben die Paraniden da auch einen schweren Jäger. Den Ares. Die rosanen Paraniden sind das. Und dann gibt es noch ein Xenon-Schiff, ein Erkunder, ein Aufklärer, den Xenon-T. Erreiche System, profitables Andenken. Da gibt's was Neues. Dass diese Frage nicht dauernd wiederkommt, möchtest du wirklich in den Raumanzug steigen? Können wir jetzt sagen, frag mich bitte nicht nochmal. Dann muss nicht sein. Und jetzt haben wir hier noch eine neue Anzeige. Wie wir sehen, hier im Radar, über dem Radar. Das ist die Luft, den Sauerstoff, den man hat. Das ist eine Sauerstoffanzeige. Wenn man im Raumanzug ist. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Die haben doch eigentlich ihre Orders hier, globale Dauerbefehle. Piratenüberfall, fliehen. Na, benachrichtige mich, wenn ein Vorfall eintritt. Das hatte ich weggeklickt. Ja, das heißt, das Patch, das hat mir auch so an manche Einstellungen verändert. Ja, weil das wollte ich eigentlich nicht dauernd bekommen. So, da haben wir jetzt eine Oxygen-Anzeige. Also das sind so neue Features, dieses neue Schiff, der Ares. Einen neuen Spielstart, den wir verwenden können. Allerdings ist der nicht für jedermann verfügbar. Man muss auf jeden Fall schon mal gespielt haben und auch diese Bosotar-Mission erledigt haben, wo man an die eigene Spielerstation kommt. Nur dann ist dieser Spielstart der neue verfügbar, wenn man das schon mal gemacht hat. Und dann das Oxygen Display hier, also die Anzeige des Sauerstoffs. Wie man sieht, geht das auch runter. Ja, das heißt, ich muss dann auch, kann nur noch eine gewisse Zeit im Raumanzug bleiben, bevor ich dann wahrscheinlich ersticke. Und diese Suche im Logbuch. Da sind zum Beispiel neue Sachen. So, dann jumpen wir mal lieber wieder woanders hin, bevor wir hier noch ersticken. Dann teleportieren wir lieber mal wieder auf die Station. Erreiche System, profitabler Handel. Wink. Der Bosotar. Wie schon im letzten Video erklärt, habe ich ja eine eigene Star-Ladenmusik mir jetzt hier hingebastelt. Die hört man dann auch noch ein bisschen weiter weg auf der Station. Mit zwei Musikstücken von Egosoft.
Hier gibt es auch einen neuen Eintrag, Highlight Visitors. Dann kann man also Besuche gezielt noch besser anzeigen lassen. Das ist dann, kann ich ja nicht ausprobieren, weil ich Modified spiele. Das ist dann für die Besuche über die Expeditionen. Selection Lines kann man jetzt abschalten. Ja. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte diese schwarzen Bildschirmchen da abschalten können. Diese Markierungen, mir reicht das voll und ganz, wenn ich das sehe, wenn ich über ein Schiff drüber fahre. Was es für eine ist. Wenn man jetzt anmarkert, hat man das und zusätzlich noch dieses schwarze Schildchen hier. Aber das lässt sich nicht wegschalten. Aber die Linien lassen sich wegschalten. Wir wurden getroffen. Wer wurde denn da getroffen? Was ist denn da los? Wo findet man den Kram denn jetzt? Letzte Grenze. Ah, da geht's hier rund. Ah. Die letzte Grenze geht es hier jetzt gerade rund. Und da haben die Xenon jetzt hier eine Verteidigungsstation errichtet. Die Bösen. Ich muss auch gleich mal gucken, ob ich noch alle Flotten habe. Da fehlt eine Korvette. Eine Nemesis. Nee, da. Tatsächlich. Nemesis erschossen. Na, ihr wollt doch nicht etwa da. Ne, wollen sie nicht. Da liegt ja jede Menge Zeug rum. Doch mal einen Perseus. Lass den mal Container einsammeln. Kommen nicht so richtig klar mit diesen hier, diesen Schiffen. Ja, da ist es wieder, dieses schwarze Schild da. Oh, Mensch. Die Pulsare, die. Jetzt haben sie ihn erwischt. Das scheint alles ein bisschen schneller zu gehen. Das mit dieser Markierung, das ist immer so blöd. Mann. Da haben sie auch schon ein paar Dickschiffe erledigt. Da. Aha.
Auf sie mit Gebrüll. Das hätte ich gerne weggeschaltet gehabt und nicht nur diese Linien, sondern auch diese schwarzen Felder, die stören mich mehr als die Linien. Just wieder woanders hinklicken. Tja, dann müssen wir die Verteidigungsstation dann mal erledigen. Prozent. Na komm. Mensch. Noch 5%.
Na, jetzt aber. Weg mit dem Ding. So, das hätten wir geklärt. Das hätten wir mal geklärt hier. Steht der noch auf Container sammeln? Na. Tja, da muss ich wahrscheinlich aber jetzt ein bisschen was nachkaufen. Fehlen jetzt zwei Pulsare und ein Nemesis. Letzte Grenze. Zerstörer hatte ich nur 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. So wie in Matrix. Das heißt, zwei Pulsare. Und ein Nemesis nachkaufen. Pulsar. Halt. Brauche ich ja gar nicht. Hey, ich habe ja noch welche. Fällt mir gerade wieder ein. Ich habe ja hier noch jede Menge auf Halde. Jede Menge Pulsare auf Lager. Auf Abfangen gestellt. So, dann habe ich wieder meine 12, aber Nemesis habe ich keine Auflage. Wo baut man nochmal Nemesis? Das müsste hier sein. Nemesis Angreifer, genau. Da habe ich doch ein Loadout. Fertiges. Nee, das aber nicht. Ich brauche keine Navigationsbarken. Diesen Kram muss ich mal verschwinden lassen. Das ist der Nemesis. Dann bauen wir den mal. Ja, und dann brauche ich auch am besten ein Unterstützungsschiff. Das ist vielleicht sinnvoller. Ich habe ja genug Geld. Größe XL. Unterstützungsschiff Nomad. Hier haben wir die schwere Standardkonfiguration. Wow, 220 Besatzungsmitglieder. Wow. So, Reiseantrieb. Schilder, okay.
kann ich dann noch tauschen bei den Teladi. Allround-Schubdüsen. Hier haben wir auch nochmal ein Schild. Von den Argonen. Gucken, dass ich das bei den Teladis auch noch getauscht bekomme. Und was haben wir hier? Flak. Plasma. Nehmen wir mal Strahlenergie. Da muss er nichts nachkaufen. So, einfach das Scannen, Ziel und Handelscomputererweiterung nehmen wir mit. Frachtdrohnen. 29 Frachtdrohnen, wow. Reparaturdrohnen 71. Dann gehen wir da mal ein bisschen runter. Den Reparaturdrohnen. Nehmen wir noch ein paar Frachtdrohnen dazu. Durchkörper lassen wir auch weg. So. Servicemannschaft. Wow. 110 Marines. Puh. Braucht man die tatsächlich? Ich weiß nicht. Geht er mal runter auf 30, das sollte reichen. Das Ding kostet 16 Millionen. Servicemannschaft 110, und 60. Nomad. Speichern wir den mal so. So, und ich nehme mir da mal zwei Stück. 37 Millionen. Sauber. So, dann bauen wir mal zwei Stück von denen. Und der Nemesis ist fertig. Bald fertig. Da ist er. In Dreieinigkeit. Der kann jetzt noch zum Schildschnappen fliegen. So, sind schon gleich ganz andere Schildwerte hier. Wow, 13.000 Schild. Mahlzeit. So, dann soll der mal ein Schild holen. Und die Nomads, die brauchen ein bisschen länger. Noch. Hier was verpassen? Ein paar Mannequins. Servicemannschaft. Ein bisschen. Marines ein bisschen. Zwei Marines da rein. Servicemannschaft. Ja, das geht jetzt gerade nicht. Muss es die Modifikation, die andere mit den Schilden erledigt werden. Na gut. Kein Händler da. Jo. Also, was haben wir denn noch? Es gibt da noch die Option, ein Schiff aufrüsten. Halt falsch hier.
Schiff hier oben umzubenennen. Da oben können wir da jetzt das Schiff noch umbenennen. Wenn wir ein Schiff aufrüsten, ein existierendes, sind wir da auch mit einer neuen Funktion gesegnet. Warum hat er nur ein Allround MK1? Okay. Das kann nicht stimmen. Gefecht MK3, ja, da ist es. Das wird da angezeigt, das ist richtig. Grafikeinstellungen gibt es jetzt noch mal ein bisschen was Neues. Wir können diese Screen Space Reflections jetzt auf moderat stellen oder auf niedrig. Ich habe sie ja aus. Und diese Chromatic Aberration. Die ist auch neu in den Einstellungen. Ich habe hier erstmal nichts an Änderungen. Restore Graphic Settings to Default gibt es jetzt hier auch. Oder ist es mir vorher noch nicht aufgefallen? So, und das war's jetzt erstmal wieder mit X4. Soweit so ein paar Neuerungen von der Version 6, Beta 3, Patch Nummer 6, besser gesagt. Ja, und dann danke fürs Zuschauen und erstmal tschüss.